Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Bavmo-Video. Heute bringen wir euch ein kleines Video, in dem ich von meiner größten Jugendsünde mit der Marke BMW erzählen werde. Wenn ihr wissen wollt, wie mich meine eigene Sturheit bei meinem ersten BMW ca. 16.000 Euro kostete, dann bleibt bis zum Ende des Videos dran. Also Freunde, los geht's! Jugendsünde 316i. Ich war 18, hatte meinen Führerschein frisch in der Hand und wollte unbedingt einen BMW als Erstfahrzeug haben. Durch viel Arbeit bei einem großen Discounter bis spät in die Abendstunden, noch während ich mein Abitur gemacht habe, habe ich mir genug Geld zusammengespart, um mir meinen ersten E36 zu kaufen. So durchstöberte ich die ganzen Fahrzeugbörsen, bis ich ein Exemplar gefunden habe, was in meiner Preisklasse lag. Einen hellroten 316i für damals knapp 1100 Euro. Das Auto stand knapp 50 Kilometer weit weg. Ich schnappte mir zwei Kollegen und bin hingefahren. Die Kiste hatte einige Mängel und nur noch zwei Monate TÜV, war aber Checkiff gepflegt und mit nur einem Vorbesitzer, der von 1929 war. Ausstattungsmäßig gab es nicht viel zu sagen. Das Auto hatte ein elektrisches Schiebedach, vierfach Fensterheber und sogar PDC. Und jetzt kommt's, kein Radio. Nicht einmal der Kabelbaum war vorhanden. Lediglich eine neutrale Blende war dort verbaut, wo eigentlich ein Radio hätte sein müssen. Mir fiel nicht einmal auf, dass keine Lautsprecher verbaut waren. Ich dachte zunächst erstmal, dass man nur ein Radio reinschmeißen müsste und gut ist. Ich war so herbe unachtsam, denn im Kopf war das Auto schon mein erster BMW bzw. mein erstes Auto. Aus den Verhandlungen ging ich dann 900 Euro ärmer, aber mit den Papieren für meinen ersten BMW heraus. Rote Kennzeichen, die ich mir vorher geliehen habe, dran und zurück nach Duisburg. Dann stand die Kiste erstmal drei Monate auf dem Hof bei einem Kollegen, bis ich die Sachen für den TÜV fertig gemacht habe und die Kiste anmelden konnte. Genug zur Vorgeschichte. Diese ist eigentlich ziemlich typisch für einen Fahranfänger, der sich eine überteuerte Kiste gekauft hat, weil er unbedingt eine Karre haben wollte. Was jetzt kommt, ist der eigentliche Kern dieser Story, wo meine Kollegen und ich uns bis heute drüber krumm lachen, wie dämlich diese Aktion war und wie verdammt dickköpfig ich war. Ich hatte durch Schichtarbeit einen relativ gut bezahlten Job und habe zu diesem Zeitpunkt mit 19 noch bei meiner Mama gewohnt. Ich war viel auf BMW Syndicat unterwegs damals und habe gesehen, dass viele ihre 316i umgebaut haben. Mir wurde die Leistung des 316i auch irgendwann zu wenig und ich habe mich mit dem Thema Motortausch beschäftigt. In der Zwischenzeit habe ich auch versucht, mich um das Rostproblem mit billigsten Mitteln zu kümmern. So kam es dazu, dass ich mir die Nüsse abgefroren habe draußen, weil ich dachte, hey, auf so einem leeren Parkplatz kann ich mir den Rost weglackieren. Meine Lackierkünste waren damals, naja, ausbaufähig. Dann kam noch zwischenzeitlich ein neues Gewindefahrwerk rein, welches für 4- sowie 6-Zylinder ein Gutachten hatte und somit nach dem Wechsel drin bleiben konnte. Natürlich stolz wie Oscar musste ich direkt Fotos mit dem Handy machen. Ebenfalls Einzug fanden Ledersitze, für die ich bis zum A** der Welt gefahren bin, und eine Mittelarmlehne. Nachdem ich mir eine Teileliste erstellt habe, was ich alles brauche, um einen 6-Zylinder TÜV-fähig einzupflanzen, begann ich mit dem Einkauf. Ich fand einen M52 B25 TU aus einem 323 Ti Kompakt von 98 samt Getriebe und kaufte mir dies sofort. Als der Motor da war, rief ich einen Kollegen an, um ihn dann zu fragen, ob er den Motor mit mir in den ersten Stock schleppt. Really, nigga? Sein Blick war unbezahlbar. Ein Nachbar hörte es und bat mir seine Garage an, um den Motor da erstmal zu lagern. Diese stand ohnehin voll mit Kram. Glück im Unglück gehabt. Andererseits, wer hätte den Motor, der da stand, sonst weggeschleppt? Kurz darauf kam die Hinterachse an, die ich brauchte, um von Trommel auf Scheibenbremse umzubauen. Wieder rief ich meinen Kollegen an, um diese in den Keller zu schleppen. Er beschwert sich noch bis heute über Rückenschmerzen wegen mir. Nun gut, es geht weiter. Ich habe weitere Teile bestellt und mein Zimmer damit bis oben hin vollgestellt. Ich wollte erst alle Teile zusammen haben, bevor ich das Auto auf die Bühne fahre, um es umzubauen. Ich hatte im Kopf bereits den perfekt durchrestaurierten E36 im Kopf. So bestellte ich alles, was ich benötigte, und fast alles davon war nagelneu. Bremsen vom 328i mit neuen geschlitzten Brembo-Scheiben, neue Abgasanlage, neuer 200 Zellen Rennkart, Tacho für 6 Zylinder, Kühler, Lüfterzarge, fast alle Gummilager und noch vieles, vieles mehr. Bereits hier war ich an einem Punkt, wo ich mir auch einfach einen E90 hätte kaufen können, anstatt alles in einen rostigen alten 316i zu stecken. Alle meine Kollegen, egal ob sie autoaffin waren oder nicht, wollten es mir auch ausreden und sagte, ich soll den ganzen Mist sein lassen und mir einfach ein vernünftiges Auto holen. Ich war stur und wollte mir selbst ein Auto aufbauen. Ich habe auf niemanden gehört und so butterte ich einen Monatslohn nach dem anderen in Teile für den Umbau.
Dann war es soweit. Tag X stand vor der Tür und der Motorumbau ging los. Motor und alle Teile in den Transporter vom Vater meines besten Kollegen gepackt, zur Werkstatt gefahren und angefangen, die Karre auseinanderzunehmen. Binnen weniger Stunden war das kleine Triebwerk raus und wir bastelten das neue herein. Bislang lief soweit alles gut. Ich hatte die Original-EWS samt Transponder, Schlüssel und so weiter. Der goldene Moment war fällig. Alles war zusammengebaut und das erste Mal wurde der Schlüssel gedreht. Er drehte und drehte und sprang fast an, aber dann doch nicht. Ich habe mir Hilfe aus dem Syndikat geholt, wo auch einer kam, der seinen Laptop an die Kiste hing, um zu gucken, wo der Fehler lag. Es war nicht ersichtlich, woran es lag, weil die Kiste Sprit förderte und ab und zu auch zündete. Wir haben trotzdem an die EWS gedacht und die Kiste auf einem Schlepper zu einem BMW-Kodierer meines Vertrauens gebracht. Als er in das Auto einstieg, um zu gucken, was da los ist, war seine erste Reaktion: Wird das ein Rennwagen? Weil die Ausstattung gegen Null ging. Sein Fazit am Ende war, dass ein neuer Kabelbaum her muss. Oder er die Kabel alle umsteckt, was aber auch wieder höllisch teuer wird, weil es viel Arbeit ist. Zu diesem Zeitpunkt hatte ich bereits knappe 15.000 Euro nur an Teilen in die Kiste gesteckt. Die Karre musste noch angemeldet bleiben und war nicht fahrbereit. Ich habe den Wagen dann in der Nacht vor meiner Haustüre geschoben, da der Kodierer nur wenige Meter entfernt war. Kurzerhand bestellte ich mir einen Kabelbaum aus einer 323i Limousine und begann die Kiste wieder leer zu räumen. Mittlerweile hatte ich immer mehr Routine darin, einen E36 auseinanderzubauen. Eno half mir dabei, den alten Kabelbaum rauszureißen. Ich hatte einige Probleme damit, das Gaspedal abzubekommen. Habe dies aus Wut abgerissen und gegen die Heckscheibe geworfen von innen. Ich dachte mir, das Teil kostet eh nur 7 Euro. Man merkte, dass ich langsam keine Lust mehr auf das ganze Projekt hatte, weil die Kiste immer mehr rostete, immer mehr unnötigen Unterhalt verschlang und ich mit der Bahn zur Arbeit fahren musste. Ich hatte auch so ohne Erfahrung einige Probleme damit, den Kabelbaum auf der Straße vernünftig zu verlegen. Am Ende kam ich nach, ich glaube, 3 Monaten Bauzeit zum Entschluss, die Kiste loszuwerden und mir einen richtigen Wagen zu kaufen. Ich habe geschlachtet, was zu schlachten war, und den Rest samt Motor verkauft. Am Ende des Tages habe ich knapp 16.000 Euro in die Kiste gebuttert und nur an Erfahrung gewonnen. Ich war stur und habe auf niemanden gehört, wollte einfach mein Ding durchziehen, doch muss ich sagen, wäre ich ohne diese Erfahrung auch nicht so ein Autoenthusiast geworden, wie ich es heute bin. Ich war schon immer begeistert von Fahrzeugen, doch das Schrauben und das tiefere Interesse für Technik kam erst durch diesen Fehlschlag. Somit möchte ich euch auch eine Moral der Geschichte mit auf den Weg geben. Auch wenn mal was nicht funktioniert, man unerfahren und unwissend ist. Solange man am Ball bleibt, erlangt man auch das nötige Wissen und die nötige Erfahrung. Würde ich heute so ein Projekt in Angriff nehmen, würde ich binnen weniger Tage alles auf der Straße nur mit einem Wagenheber funktionsfähig umgebaut haben. Doch damals hatte ich einfach noch keine Ahnung und habe mich an ein zu großes Projekt als Laie rangewagt. Was hättet ihr gemacht in dieser Situation? Wärt ihr auch so stur wie ich gewesen? Schreibt es in die Kommentare und stimmt oben in der Infokarte darüber ab. Alle reden es euch aus, ihr seid Führerschein- und Schrauberfrischling, habt eigentlich nicht viel Ahnung und wollt so ein Riesenprojekt in Angriff nehmen und buttert Lohn über Lohn da rein. Heutzutage denken wir immer wieder daran zurück und lachen darüber, wie dickköpfig ich einfach nur war. Ja, Freunde, ich verabschiede mich hier und gebe weiter an die Endcard. Vielen Dank fürs Zuhören, bis zum nächsten Mal, eure Bavmo Crew.